Dunkel. Was geht ab? Wir spielen wieder eine Folge unseres fantastischen, neu aufgelegten Format Geschwätzblitz. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den Namen ändern sollte. Ein Blitzgelaber oder so. Weil Geschwätz gehört nicht wirklich zu meinem Aktivwortschatz. Aber was soll man machen? Fordere mich heraus. Lead Chess, mein Name ist Janistan TV. Nicht, dass wir jede Folge gegen die gleichen Pappenheimer nur spielen. Das können wir nicht bringen. Dann stirbt dieses Format, wenn wir jeden Tag nur gegen Q-Hide spielen. Nichts gegen Q-Hide, Alter. Was gibt's sonst Neues? Hier haben wir ein Schachbrett. Hier haben wir einen Gegner. Kannst du losgehen? Zack. Ich will hier Brettton auch, so. Spreit C3, die Veresov-Eröffnung. Victor Olesaurus, danke für den Sub. Habt ihr Champions Chess Tour geguckt heute? Ich habe nur gesehen, dass Magnus gewonnen hat. Ich hatte einen hochspannenden Termin. Ich konnte nicht streamen, konnte es nicht verfolgen. Ich konnte nichts machen. Ach nee, das ist hier schon wieder so eine langsame Zeit. 5 plus 3, ich falle auch immer drauf rein. Ich habe doch reingeschrieben. 5 plus 0, 5 plus 3. Das ist noch ein ganzer Tag hier. Stranger. Wie dem auch sei. Bau nach C5. Felix während D will erst challenge, nachdem er den Chessboard-Kurs auswendig gelernt hat. Das ist nicht dumm. Das ist nicht dumm. Springer B5 sieht erstmal gemein aus. Droht hier die Gabel. Ich habe den Konter. Dame A5 Schach. Greift den Springer an. Da muss er zurück. Und da haben wir ein bisschen Zeit verloren, ne? Strange. Deshalb spielt man gemeinhin. Hier erst Bau nach E3, dann droht man eigentlich Springer nach B5, weil der Springer jetzt vom Läufer hier verteidigt wäre. Weißt du, wie ich meine? Jetzt hingegen kommt das gemeine Schach, greift an, der Springer muss zurück. Und jetzt merkst du selber, ne? Haben wir hier zwei wichtige Tempi, sagen wir in der Schachsprache, verloren. Für ein Motiv ist ein Astronaut. Ich habe hier The Martian wieder gesehen. Ich bin sehr astronautisch unterwegs. Der Chat, Eddie wollte nicht spielen. Eddie ist noch sehr krank. Also muss ich mich an euch hier abreagieren. Es ist Eddies Schuld. Strange. Henrik Dein sagt, ah, interessant. Sci-Fi finde ich auch klasse. Sci-Fi? Ist das Herr Maschen basiert auf einer wahren Begebenheit, oder nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, mir kam das also recht realistisch vor. Nur als die Amis und die Chinesen zusammengearbeitet haben, da war ich nicht sicher. Dame A4 schon gespielt, strebt den Damentausch an. Ich habe auch nichts Besseres gesehen. Aber es kostet natürlich weitere Zeit. Ne? Jetzt schlage ich... Muss der Springer an den Rand, jetzt mache ich mich hier in der Mitte breit. Also, man sieht schon, die Tempi. Die Tempi siehst du nicht wieder. Sekunde, Sekunde. Kein Stress, Strange. Der Läufer geht zurück. Was soll ich tun? Ich könnte hier so in die Mitte den angreifen. Ich könnte den Springer hier noch weiter jagen. Ich könnte Läufer raus. So viele Möglichkeiten. Ich bleibe mal erstmal so. Droht die Gabel. Kennst du, ich hoffe, dass Rasmus Swane die Merch mitbringt nach Apolda. Rasmus ist da eigentlich sehr verlässlich. Wir greifen den Bauern an. Hm.
Blacky macht abends schon Brotdosen fertig. Warum bin ich noch nie auf die Idee gekommen? Man kann abends hier schon fertig machen. Nicht dumm, nicht dumm. Aber dann ein frisches Gürkchen muss schon dazu noch, finde ich. Frisches Gürkchen? So, was geht hier ab? Ich drohe zu schlagen. Weil ich, dass wir Fernschach spielen, dauert es natürlich seine Zeit jetzt hier. Bau nach C3. Ich könnte Türmsche so. Ich glaube, ich mache Türmsche, oder? Was macht Francesco dann? Macht wahrscheinlich so. Ich könnte auch Läufer gleich hier hin, wenn ich gemein wäre. Bin ich gemein? Also Läufer hier hin. Er schlägt. Ich schlag hier. Ja, so. Jetzt geht das irgendwie weiter? Läufer Schach, Köch B1. Geht nicht so richtig weiter, ne? Wir hängen fest. Okay. Dann doch auf Leistung. Gleich kein guter Zug. Aber ich habe in einer Variante Matt gesehen. Und. Da habe ich eine richtig, wie eine kleine fleißige Biene. Wenn ich einen Matt sehe, dann wäre er sofort angeflogen. Also, keine Hummel, ich bin nicht so die Matt-Hummel. Sondern eher so eine Mattbiene. Warte, Chat, ich muss euch hier kurz in der Mitte aufmachen. Middle-Chat sozusagen. So, wo war jetzt das Matt, was ich gesehen hatte? Vielleicht ist gar kein Matt. Ich kann Schach geben. Läufer geht dazwischen. Dann taken, takes. Läufer A3, König D2. Okay, zwar noch einen Schach geben, aber ist nicht so richtig matt. Es ist leider gar kein Matt. Schade. Und so spielen, das sieht natürlich nicht schlecht aus. Aber mit Läufer B5 zieht sich das Ganze noch ganz schön. Ich will eigentlich nicht so viel Figuren tauschen. Ich will hier mehr Stress machen. Ich mache so, droht so, Kerzenschach geben, gehe ich weg. Dann kann der Springer raus, dann mache ich so, weil da war ich noch. Toni Macaroni sagt, was ihr eigentlich ihre Meinung zum Etablissement Hooters auf der Reeperbahn? Ich wusste ja, dass es das gibt. Ich bin selten auf der Reeperbahn. Hooters, was ist das, so ein Burgerladen mit relativ, ich glaube, sehr relativ leicht bekleideten Bedienungen? Oder was ist da das Konzept? Weiß ich nicht. Ist 2024, ich weiß nicht, ob es der noch den Appeal hat. Oh, eine leicht bekleidete Frau bringt mir meinen Burger. Ich weiß nicht, ich bin alt. Ich habe Sachen gesehen, Chat. Ich glaube, Hooters wird mir nicht so umhuten. Aber ich kann mich täuschen. Ich glaube, ich war noch nie bei Hooters oder im Hooters. Aber war schön. Oh ne, König B1 stellt sich hier in das Abzugsschach. Herr Meier, du sagst es. Ich habe Dinge gesehen. Gelbst du, das habe ich dir gleich auch schon ziemlich häufig gesagt. Dass es mich nervt, dass du regelmäßig Unwahrheiten über meine Finanzen verbreitest. Bitte unterlass das. Danke. So. Finanzen-Chat, Alter. Immer ein spannendes Thema. So. Dabei wollen wir doch hier nur ein bisschen Schach spielen.
hier ist noch. Gabel. Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe mehr Kram inzwischen, oder? Schlägt Turm C2. X. Weiß ich nicht. Wenn es noch Twitter heißen würde, würde ich es mir überlegen. Was sagst du, Vinnies abschneiden? Enttäuschend. Enttäuschend, er hat nur relativ knapp gewonnen. Die Division 2. Das war nix. Das weiß er aber natürlich auch. Das muss besser werden. Schach. Nee, ich arbeite bis auf Weiteres erstmal nicht mehr mit Anish. Aber er ist ja auch nicht im Kandidatenturnier, ne? Er ist ja auch nicht im Kandidatenturnier. Aber das ist schon eine Weile her. Die Giri-Liaison. So. Kriegen wir es nämlich stylisch hin? Ne, Schmerz C3 ist schon am stylischsten, ne? Schachmatt. Ah, bitte keine 5 plus 3 Partie mehr. Wir spielen jetzt hier schon seit 8 Stunden. Wir haben noch keine Zeit. Hat Hans sich schon angeschrieben. Tatsächlich hatte ich gestern zu nachtschlafender Stunde, relativ kurz nach dem Raid, einen Anruf von einer US-Nummer. Ich bin nicht rangegangen, weil wer geht ans Telefon? Aber wer soll das gewesen sein außer Hans? Ich weiß nicht, wo er Hans mal Nummer haben könnte, aber er kennt Leute wie Jordan, die mal Nummer haben. Ich war sehr verstört. Interesting, in der Tat. Es war, hat auch lange geklingelt. Erst so auf normal Handy, dann auf WhatsApp. Ich vermute, er war es, aber es wurde keine Nachricht hinterlassen. Und ich gehe nicht nachts ans Telefon, wenn irgendeine Ami-Nummer anruft. Nein, kein offener Brief. Obwohl, vielleicht war es Wesley, ne? Wesley, du kannst jederzeit anrufen. Aber Wesley? Nee, Wesley hat ja kein Telefon. Sonst hätte ich Wesleys Nummer. Wer hat mal als Sekundant eigentlich bezahlt oder nur Ruhm und Ehre? Ich weiß nicht, wie viel Ruhm und Ehre Sekundanten kriegen. Also ich mach das fürs Geld. Aber vielleicht sehen das andere anders. My name is Regina George. Oh ja, schon wieder verpasste Anrufe. Ich schreibe einmal, bin on air. Das ist eine andere Verbesserung. So, die Partie haben wir gewonnen. Sorry, ist ein bisschen fahrige Sendung bisher hier heute. Ja, wir brauchen Händler. Händler und Brain. Händler, der versteht nur die soziale Sprache. Wo guckst du Super Bowl? Ich gucke eigentlich selten Super Bowl. Ich glaube, ich habe so zweimal geguckt über die Jahre, aber Football interessiert mich echt nicht. Och nee, jetzt nicht auch noch Sippy Kautert. CP Kauter, ich habe keine Kraft heute. Ach, schön, dass du da bist. Habe ich nicht geschrieben, bin on air, Ike the Bike. Na, kannst du es auch nichts erzählen. Halftime Show auf YouTube, das gucke ich natürlich. Wer ist Halftime Show? So, Läufer 3 gilt hier nicht als der beste Zug. Chat-Faustregel, wenn der Läufer noch hier raus kann. Dann wollen wir wahrscheinlich nicht den Läufer ziehen. Hier macht man so. Schmeid DB5, Schmeid Schlicht C6. Läufer E2 von mir aus auch. Läufer E3, Läufer B4 gilt als nicht so toll. Ascher! Von Ascher habe ich auch lange nichts gehört. Aber er hat bestimmt dann schicke Gäste hier. Ne? Justin Bieber, Justin Timberlake, die ganzen Justins. Aber ja, Ascher ist gefühlt echt lang her. Verdammt lang her.
So, Dame D2. Aber hier könnt ihr auch in One Go D5 spielen. Das ist der Unterschied. Dieses Setup, das ist ja der sogenannte englische Angriff, ist effektiver, wenn man Schwarz schon Bau nach D6 gespielt hat. Hier nach D5 ist die ganze Konstruktion ein bisschen wackelig. Das One-Chess-Streamer spielt nächsten Monat mit dem Verein im Deutschpokal gegen Baden-Baden. Ich bin ja nicht mehr bei Baden-Baden. Ich kann nicht gegen euch antreten. Also, das sollte laufen, das One-Chess-Streamer. Pokal war ich immer stark. Ich bin ein Pokalspieler. So, was jetzt für eine Stellung? Hier kann ich hier nicht so zack, zack. Ich versuche mal. Zack, zack, so. Was ist von Taylor Swift? Ich habe keine starke Meinung. Das ist wahrscheinlich auch schon ein Frevel. Ich bin weder Swiftie noch Hater, ich verfolge es relativ wenig. Ich habe irgendwas mitgekriegt, dass er mit irgendeinem Footballspieler zusammen ist und dass da viel Aufmerksamkeit gibt. Ah, sonst kein Plan. Bist du in der Eröffnungstheorie so gut wie Weltspitze? Nicht so an aktivem Wissen. Ich glaube, ich bin gut an Eröffnungen arbeiten. Aber so ein abrufbarem Wissen sind immer die Leute viel stärker, die aktiv sind, die das regelmäßig wiederholen. Also da kann ich nicht mithalten. Aber was so Datenbank und Überblick angeht, bin ich, glaube ich, ganz gut. Aber wie gesagt, die Leute, die aktiv sind, sind immer besser vorbereitet als die Sekundanten, die ja nur Files erstellen, sich die Files aber nicht merken müssen. So, B4 muss er machen, um hier nicht die Figur zu verlieren. Aber ist natürlich ein schmackhafter Bauer. Ist das 9-6 in Berlin verfolgen? Ne, ich weiß, dass hier Matthias Blühbaum und Dimitri Kollas da am Start sind. Aber nö. Die sollen schön in Apolda erzählen, wie es gelaufen ist. Ich sehe die ja beim Mitropa Cup. So, Läufer D4, er versucht sich hier zu stabilisieren. Ich will eigentlich nicht, dass er sich stabilisiert. Wie können wir ihn entstabilisieren? Schwarz C5 sieht normal aus, dann Läufer D3 und ich sehe noch nicht, wie ich gleich gewinne. Ich stehe gut natürlich. Spring E4 zum Beispiel. Takes, takes. Vielleicht nicht mehr drin. Ich sehe es jedenfalls nicht. Wer macht Halftime-Act in Apolda? Ich glaube, Bernd Vöckler hat da was vorbereitet. Also ich bin sehr gespannt. Charukin, seit welchem Körperteil würdest du aufgeben für einen Tausch gegen Magnus Carlsen? Schachskills? Creepy Frage. Nichts, Alter. So, soweit hatte ich es kalkuliert. Jetzt Läufer raus. Und nun? Irgendwie Gefühl war mehr drin. Ungefühl auch. Ich stehe immer noch gut, aber irgendwie habe ich ein bisschen driften. Driften lassen den Lachs hier. Und ihr wisst alle, man soll nicht den Lachs driften lassen. Ich fühle mich heute auch. Ich fühle mich nicht lustig. Manchmal habe ich das Gefühl, heute haben wir einen lustigen Tag. Aber subjektiv natürlich. Ich weiß. Ist das jenes heute? Ne. Nix. Felix sei kurz im Schachverein. Die kennen? Ich dachte, die kennen das nicht mit dem F-Bauern. Was ist das für ein Verein? Känguru Gamer, ich glaube, retarded sagen wir nicht mehr. Aber ging nicht irgendwann Leute BC5? Ich weiß nicht, was du meinst. Hier so? Schreib 6 hatte ich erwartet. Es bringt, glaube ich, nichts. Jetzt überdeckt er zwar das Matt.
Trousseau. Und die Probleme werden nicht weniger. Händler. Und Händler gibt sich geschlagen. Film und Serien. Ich habe jetzt das erste Mal seit langem eine deutsche Serie angefangen. Sieht interessant aus. Oder Bruch. Ist irgendwie so ARD-Mediathek-Krimiserie? Oder was ARD-Mediathek? Ich gehe mal davon aus, dass alles ARD-Mediathek ist. Ich habe das mal gegoogelt, ich hatte dann doch keinen Bock. Aber sah solide aus. ARD-Mediathek mache ich. So, vielen Dank für Händler für die Partie. Ich habe mich mit dem Thema viel befasst, was uns, glaube ich, alle ein bisschen angeht. Die Top-Film-Bösewichter. Sag mal Bösewichter oder Bösewichte? Und ich denke, Franchises sollten nicht zählen, also nicht so Voldemort oder Darth Vader oder so. Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Weil ich habe recht bei solchen Themen natürlich. Ich würde sagen, Nummer 1, Hannibal Lecter. Nummer 2, auch relativ eindeutig, Chong Li aus Bloodsport. Nummer 3, jetzt wird es interessant, aus aktuellem Anlass, Regina George aus Mean Girls. Hannibal ist ein Franchise? Na, weiß ich nicht. Schweigende Lämmer will schon als Standalone zählen. Also, wir meinen Hannibal Lecter aus Schweigende Lämmer. Nicht den aus Manhunter, nicht den aus Hannibal. Sommer, sei es war sehr geil, dich mal live spielen zu sehen. Heimbach war weiß vor ein paar Wochen. Ja, Heimbach weiß. Das war ein Fest für die ganze Familie. Ich bin größer, als ich im Fernsehen aussehe, ne? Oh hier, yeah, Jan Werner, der Jan Werner. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Anton Chigurh ist nicht schlecht, ja. Danke für das Feedback, Omni Modo Factoro. Ich versuche immer so 70% Cringe, 30% Genialität, aber ist nicht leicht. Ist nicht leicht, muss man ja auch manchmal rebalancen. Du weißt, das eine läuft besser, das Cringe läuft besser. Also so wie mit MSCI World Emerging Markets. In Emerging Markets haben die letzten 10 Jahre nicht performt. Musst du ein bisschen rebalancen. Musst du mal das Cringe ein bisschen hochfahren. Aber danke für den Hinweis. Ich werde dran arbeiten. Regina George. Ja, ich meine 2004 Regina George. Ikone. Ich habe auch einen Ohrwurm von dem neuen Regina George Song. My name is Regina George. I am a massive deal. Singen können wir. Also erst fand ich ein bisschen cringe, den neuen Mean Girls Film, aber inzwischen Crew on Me. Terminator aus Terminator 1, also wenn Terminator keine Franchise ist, dann weiß ich auch nicht. Und wenn, für mich auch, Hot Take, der Terminator aus Terminator 2 der bessere Bösewicht als Arnie Terminator 1. Jason Patrick, Alter. An guten Tagen finde ich manchmal, sehe ich ein bisschen aus wie Jason Patrick. Also aus Terminator 2. An guten Tagen. Böse Zungen würde sagen, ich sehe eher aus wie Jason Patrick. Also, nee, Robert Patrick heißt es, ne? Robert Patrick. Aus Reacher Staffel 2. Gerd Fröbe in Räuber Hotzenplotz. Okay. So, hier haben wir Modelpartie, Londoner System, Damp B3 war kein guter Zug. Und jetzt gibt's hier schon Ärger. Jan, Alter. Zack, zack. Dann merkt, dass du mit Eddie abhängst. Nee, Eddie ist immer krank. Mit dem kann sie nicht treffen. Ist eine absolute Keimschleuder. Also, dass er sich überhaupt, ich habe vorhin schon es lobend erwähnt, dass der sich überhaupt aufraffen kann, da den Stream anzumachen und hier eine Runde Hollow Knight für uns zu spielen. Für uns, die Fans. Das rechne ich ihm wirklich wahnsinnig hoch an. So, ich tick. Mir geht's gut, Blackadder. Aber kein so guter Tag heute. Ich kann mich hier weiter durchfuttern. So. Das wäre die simple Lösung. Oder ich könnte hier Attacke. Oder ich könnte eine. Ich mache Hybrid. Ich nehme.
jetzt so. Ja, da ist einiges schief gelaufen. Das Hauptproblem schon ganz am Anfang. Auch ein Thema, was wir sehr, sehr häufig behandeln. Und mich wundert echt gesagt, bei der Popularität von London, dass es in gefühlt online 80% der Fälle unter 2000 falsch gemacht wird. Hier nach Dame B6 oder auch Springer H5 steht Schwarz schon besser. In dieser Zugfolge muss Weiß Springer D2 spielen. Und sonst ist es besser, hier C3 zu spielen, Springer C6 und dann Springer D2. Also, natürlich nicht so, dass die Partie gleich durch ist, aber es passiert sehr, sehr häufig, dass man damit Schwarz gleich Druck macht. Und jetzt, zack, Turmpech, Läuferpech, Bauernpech, das ist viel weg. Kaiser Sosse, ja, interessant. Aber ist Kaiser Sosse so böse? Das sind ja eher die Geschichten über Kaiser Sosse, ne? Aber ja, Kaiser Sosse zählen wir auf jeden Fall. Dann vielleicht auch John Doe aus 7. Aber für mich, Anton Chigurh, finde ich auf jeden Fall einen guten Hinweis. Hannibal Lecter und Chong Li. Chong Li ist vielleicht ein bisschen Personal Preference. Ja, Chong Li ist schon der derbste Typ. Regina George, alle sehr, sehr weit oben. Aber Anton Chigurh, ja, können wir zählen. Welche Bösewicht ist am meisten Mainstream? Ja, ich denke Voldemort und Darth Vader, ne? Ich weiß nicht, Marvel hat ja keine Bösewichte so richtig, ne? Thanos im Lappen hat. So, Jan Werner. Ich glaube nicht, dass das hier gut gehen wird. Erstmal Schach. Schachmatt. Also, ich habe es schon häufig erklärt, aber nochmal in aller Kürze hier. In dieser Zugfolge ist es besser, Springer BD2 zu spielen, dann nach Dame B6. Wird sehr kompliziert, D schlicht C5 ist eher eine fortgeschrittene Variante. Aber hier nach C3, Dame nach B6 oder auch Springer nach H5. Computer findet Springer H5 sogar noch besser. Aber steht Weiß schon ein bisschen unter Druck, deshalb einfacher ist es so zu spielen und jetzt erst Springer D2, Springer F3 zurückzustellen. Denn jetzt geht weder Springer H5, die Dame dieses Feld bestreicht. Der große Unterschied ist vor allem nach Dame nach B6, Dame nach B3, Bauer nach C4. Kann Weiß jetzt Dame nach C2 spielen? Schwarz kommt nicht zu diesem Läufer nach F5. Deshalb kann Weiß hier tatsächlich jetzt schnell mit B3 die Strukturunterminierung gut stehen. Ich weiß, ich werde es weiter erklären, weil gefühlt immer so gespielt wird. Aber es ist tatsächlich wichtig. Vertrauen Sie mir. Oh, viele Challenges hier, vielen Dank. Ihr kennt die Regeln. Abonniert diesen fantastischen Kanal wie Prefect81. Schreibt euren Username im Chat und ihr kommt zuerst dran. Subs, wenn ihr spielen wollt, dann schreibt gerne rein. Sonst bin ich natürlich immer mit Donations, Subgeschenken hier jederzeit käuflich, wenn jemand sich ganz nach vorne drängeln will. Aber in der Zwischenzeit spielen wir hier Random Partien. Okay, Xelrek, du bist kein Sub. Deshalb sagen wir es, dass wir sie hier kontrollieren können. Mr. Fork, Blunder Thunder ist notiert. Gregor, was geht ab? Joker in Dark Knight, ja, ist auch ikonisch. Stimmt. Heath Ledger. Müssen wir eigentlich auch mit auf die Liste packen. Habt ihr recht, das war auch iconic. Jan, der käufliche Boss, Herr Chat. Ich mache das hier gerne. Aber ich glaube, die meisten Twitch-Streamer treten mit der Idee an, käuflich zu sein. Sprich, ideal 1-2 Cent dabei zu verdienen. So.
Tongpo aus Kickboxer. Ich habe Kickboxer, habe ich mal gesehen, aber nicht wirklich vor Augen. Ist das auch ein böser Jean-Claude Van Damme-Gegner? Ah, nee, ey, Chong Li. Chong Li ist schon einzig wahr. Gary Oldman in Leon. Hans Landa, ja, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Okay, Liste wird länger. So, hier versuche ich ein bisschen Druck zu machen. Aber noch bricht Gregor der Dritte nicht zusammen. Ja, ich werde weiter Druck machen. Ich laufe G5 auch noch in der Hinterhand. Sprich 4. Geh weg. Ja, du hängst ja an dem. Und du hängst da hinten fest. Also so einfach. So einfach wäre das hier nicht. Schlägt. Hast du dich hier nicht ein bisschen verzettelt, Gregor? Wolltest nicht zurückgehen, ne? So aus Prinzip. Ja, jetzt musst du G5 spielen. Und du kannst dir selber sagen, das war so geplant. Aber nicht mir. Oder andersrum. Du kannst mir sagen, aber nicht dir selber. Wie ist das? Man kann andere belügen, aber nicht sich selbst. Oder man kann sich selbst belügen, aber nicht andere. Ich komme durcheinander. Denzel in Training Day. Auch nicht schlecht. Aber für mich der Held des Films. Ah, stimmt. Auch weit vorne. Ey, bald haben wir hier eine Zehnerliste. Thema nicht die bösesten Bösewichter unbedingt, sondern die ikonischsten. Also es gibt bestimmt noch böseste, bösere. Aber die prägendsten. So, hier. Der Drops ist sowas von gelutscht, Gregor. Gelutschter kann ein einzelner Drops tatsächlich kaum sein. Läufer H7 für den Flex. Na komm, für den Flex. Dieser LaRusso, ich komme ja aus Karate-Kit. Geklaut von Barney Stinson, aber... so sieht's aus. Wäre auch gut, dass hier die Serie richtig gestellt hat, dass LaRusso natürlich der Böse ist. Shere Khan und Scar sind beide super böse, ne? Scar ist noch ein bisschen böser, finde ich. Ist noch manipulativer. Shere Khan ist ja relativ straight, so, ey, ich will Mowgli fressen, gönn mal. Also Shere Khan ist ja nicht irgendwie tricky unterwegs. My name is Regina George. Oh, sorry, ich bin hier am rumscrollen. Viele Challenges, danke Chat, dass ihr so zahlreich hier gefordert habt. Kevin Spür. Schon wieder vergessen hier. Wer war Francesco, der sich angemeldet hat? Komm, Wurzelspiel morgen Open mit 7 Runden ist 0 vorbereitet. Ja, ist ja Standard. Norman Price ist scheißböse. Ich hasse Norman Price. Norman Price zum Monster, Alter. Dass Norman Price auch jedes Mal damit durchkommt, ne? Also gibt vielleicht mal einen kleinen Klaps auf die Finger hier. Aber. Norman Price echt ein Monster. Falls ihr nicht wisst, wovon wir sprechen. Feuerwehrmann Sam, der kleine Junge, der jede Folge Millionen gefühlt, na sagen wir Tausende, von meinen Steuergeldern, ich vermute Pony Penny, liegt hier bei Hamburg, verbrennt, dadurch, dass er die gesamte Feuerwehr und natürlich vor allem Feuerwehrmann Sam zum Einsatz ausrücken lässt, dass dem nicht mal jemand das Handwerk legt. Mir nicht verständlich.
Deutschland. Deutschland allgemein als Bösewicht. Meinst du Nazis in Indiana Jones oder... Ja, weiß ich nicht. Ist nicht so der eine ikonische Charakter, ne? Sind einfach hier die Nazi-Villains. Lieblings-Spider-Man-Bösewicht, ja, Doc Ock, oder? Otto Octavius? Schon bester Mann. Bei James Bond für mich, ich weiß, es gibt viele ikonische hier, Blofeld, Gerd Fröbe, dies, das. Für mich Beißer. Beißer war der einzige, der meine Jugend geprägt hat. Mein absoluter James Bond Bösewicht, Liebling. Lieblingsbösewicht. Ich weiß, nicht mal Chefbösewicht. Trotzdem, für mich Beißer-Legende. Ich weiß nicht mal, für wen er Henchman war. Was für Blofeld? Was mit Beißer? Kommt Beißer mit seiner Chica hier in das Mars-Programm? Ich habe die Handlung nicht mehr so vor Augen. Das ist Fireball, oder wie es heißt, ne? Ist das nicht, wo sie Leute für den Mars suchen oder so? Ich weiß nicht mal, wo es ging. Der war nur missverstanden. Ich glaube, Beißer waren zwei Filme. Moonraker. So, Dietmar Köttke hält ja gut dagegen. Ich habe versucht, ihn schon mal zu setzen. Aber nicht mit Dietmar. Didi. Ich versuche trotzdem weiter mal zu setzen. Das drohe ich vielleicht ein bisschen so. Vielleicht ein bisschen so. Aber lässt sich noch alles parieren. Geisterpirat LeChuck. Er ist erstens eine Franchise und zweitens ja kein Film, oder? Felix Wendé. Bullet Speedrun mit Radio Jan. Ja, keine schlechte Idee. Spricht kein Deutsch, aber kann man auf Englisch mal machen. Wobei Bullet, kann man ja wenig reden. Vielleicht lieber Blitz. Mit dem Nazi-Offiziellen Indiana Jones Jägers verbrannten Schatze, des verlorenen Schatzes, der mit der verbrannten Hand. Ja, das ist doch kein iconic Bösewicht, oder? Also, stimmt schon mal. Indiana Jones sind die Nazis eher als Gruppe, die Bösewichter, und nicht so der eine Typ, finde ich. Wer ich noch auf der Liste hätte, gerade wo wir bei bösen Deutschen sind, wäre Hans Gruber. Ich weiß nicht, ob man das als Franchise werten kann, Stirb langsam, aber der erste Film ist ja Standalone. Aber Hans Gruber, natürlich guter Mann. Wer ist der Typ? Alan Rickman? Ist eh ein guter Villain, ne? War auch Sheriff von Nottingham, glaube ich. Was ist denn mit Dennis Hopper in Blue Velvet? Ich glaube, Blue Velvet habe ich nie gesehen, tatsächlich. Snape, auch Franchise natürlich. Und diese Voldemort ist schon der Chefbösewicht bei Harry, oder? Wobei Snape ist präsenter. DiCaprio in Django, ja. Calvin Candy, ne? Wäre auch gut. Wir müssen ranken. Also, ich dachte, dass ich wirklich recht habe, aber es kamen tatsächlich viele gute Vorschläge. Nicht, dass Regina George hier rausfliegt. Fällt nichts ein. So. Nee, sieht falsch aus. Oh, 23 Sekunden. Muss ein bisschen Gas geben.
Primo und Kammerchat. Ist aber auch leichter, wenn man mehr Zeug hat, ehrlich gesagt. Ah, da haben wir aufgeholt auf der Uhr. Danke für die Partie, Dietmar Köttke. So, meine Damen und Herren. Nochmal kurze Werbung. Abonniert mehr kostenfrei diesen fantastischen Kanal. Wenn ihr Amazon Prime habt, verknüpft es jetzt mit Twitch Subs. Subscriber werden hier bevorzugt behandelt. Und in Amazon Prime ist ein Subscription mit drin. Fordert mich raus, nennt euren Lead-Chess-Namen hier im Chat und ihr kommt dran. Wenn ich es nicht, sofort nach dem Lesen wieder vergessen. Ihr müsst challengen und Bescheid sagen. Sonst spielen wir weiter. Haben wir Sauron schon? Sauron, ja, auch mehrere Filme. Und ich weiß nicht, für mich auch kein iconic Villain. Ist ja eher eine Idee Sauron, ne? Also was sieht man von Sauron? Und wenn er dann hier in der Serie am Start ist, dann gibt er sich ja in der ersten Folge im Prinzip zu erkennen. Kronos 2, danke für den Sub. Werbung hat reingehauen, Dankeschön, Headhunter 93. Werbung kann ich echt überhaupt nicht. Immer cringe, aber ab und zu muss man ja nachfragen hier. Vielen Dank. My name is Regina George. So, Finn 2001 ist notiert. Spiel gegen Blunder Thunder. Kräuter Eule, danke für den Sub. Hype Train ist am Start. Hier, Hype Train, dann spielen wir Königs Gambit. Hyper, hyper. Leon Winkler, du hast auch kein Sub. Du hast das Prinzip falsch verstanden. Speyer 6 hast du einstudiert. Blunder Thunder hat einstudiert. Na komm, show me the money. Was meint ihr, wie weit hat er einstudiert? Weit wahrscheinlich, ne? Nein. Was macht man jetzt? G4? Ich habe gar nicht so weit einstudiert. Na komm, ich ziehe erstmal Fetch raus. Blunder Thunder, alles ist drauf. Heutzutage fängst du mit Königsgambit keine Mäuse mehr. Mit Speck vielleicht, Königsgambit nicht. Schimmer war schlecht, bauen weniger. Sliden. Hype Train läuft, Chat. 3 Minuten noch hier, Level 2. Subt rein, unterstützt diesen kleinen Familienkanal. My name is Regina George. Basel Labyrinth, nicht so Bock drauf, ne? Ich habe gestern, wo wir bei Del Toro sind, ich habe einen okayen Film gesehen mit Benicio Del Toro. Wie hieß er hier, der Netflix-Film? Reptile? Ich glaube, Reptile hieß er. Hier, G4. En passant können wir, wenn er schlägt, schlagen wir Läufer. Average Joe, seit Jahren any English stream soon. I miss your dry humor. I miss my dry humor too. I lost it somewhere in the spring of 2017. Haven't found it since, but I don't know. I'd like to do some English streams, but my personal streaming operation is in German so far. Therefore, I don't know what the future brings. I don't know. Someone, give me money. Or just ask me. Lead Chess. Let's do Banter Blitz. Chess.com. Chess.com. I'm trying to sell out. Just no one's buying. Sad but true. So, Attacke hier, komm, Turm brauchen wir nicht. In Sumo, ja, das war lustig, ne? Hey, Average Joe, danke für die 10 Subs, das ist sehr nett, hält den Zug hier.
On track, danke schön, Average Joe Gandalf. My name is Regina George. I am a massive deal. Ich trusche auch matt. Average Joe wird Schach spielen oder was hier? Mit 10 Subs kommen wir natürlich ganz weit nach oben auf der Liste. Hast du The Departed gesehen? Departed? Nee, sag mir nix. Worum geht's da? Ist das hier mit Dings? Ist mit Dings, oder? Hier mit Mark Wahlberg. Hab ich glaube ich schon mal gehört. Irgendwas mit Mafia? Ah, nee, das, du denkst an Der Pate. Ja, Francesco meinte Die Partet. Genau, und Matt Damon und DiCaprio. Nee, ist gut. Die Partet. Das Geheimtipp. Okay, schreib mir auf die Liste, warte. Hier ist meine Liste, mein Geheimtipp, Liste, Notiz. Also, was steht hier? Heat. The Usual Suspects. Seven. Und jetzt auch noch Departed. Okay, versuche ich alle zu gucken. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, aber vielen Dank. Zack, zack. Zack. Zack, Arian, danke für das Sub. Pierre hält den Zug auf Kurs. So, Turm C1 würde ich gerne, aber dann kommt hier Fetsche Schach. Das wollen wir nicht. Also muss ich hier ein bisschen umdisponieren. Also hier rüber. 69 Fizz, danke für die 5 Subs. Wenn er passiert, soll ich immer Ben. Gewährte Challenges für okay, klar. Ich weiß nicht, Old Twisty, ich befürchte es. Der Partet, die Partet. Verlierst ja eh nicht. Ich habe zu viel Vertrauen in meine Fähigkeiten, Chat. Das ist Knochenarbeit hier für mich. The Departed ist der Scorsese-Film. Kennst du den echt nicht? Jack Nicholson, DiCaprio, Wahlberg. Sag mir nix. Internal Affairs habe ich gesehen. The Departed. Worum geht's da? Wer ist der Gute? Matt Damon der Gute? Wahlberg ist bestimmt der Gute. Wahlberg hat, glaube ich, noch nie einen Bösen gespielt. Außer, doch, Chat. Mark Wahlberg in 4. Bekannt als der erste Film, mit dem Wahlberg und DiCaprio zusammen zu sehen waren. Das könnte stimmen. Irische Mafia undercover, ohne was zu spoilen. Ich finde, das spoilt schon ganz schön viel. So, habt ihr noch mehr Tipps? Hier, Heat habe ich mir aufgeschrieben. Seven. Usual Suspects. Casino, interessant. Casino. Ist Casino vom Regisseur von Goodfellas? Goodfellas fand ich gut. Pulp Fiction.
Chat, der Hype-Train läuft uns hier weg. Ein Sub brauchen wir nur noch. Zack. 2 Minuten, ein Sub muss da drin sein. Level 5. Brücke sehen und sterben. Nee, war mir zu over the top. Also ich mag hier Banshees of Inisherin. Ich mochte auch 3 Billboards outside of, wie heißt es da, Ebbing irgendwas, Missouri. Aber Brücke sehen und sterben war mir irgendwie zu gewollt. Auch mit dem, nee, war mir, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Hab ihn nicht abgeholt. Blitzki, danke für den Sub. Hast du mal No Country for Old Men gesehen? Nee, sagt mir nix. John0268, danke auch dir für den Sub. Ey, ich sag jedes Mal hier, schreibt euren Namen in Chat und vergesst dann, sobald jemand den Namen in Chat geschrieben hat, sofort wieder den Namen. Da müssen wir dran arbeiten. Hier haben wir ein paar Namen. Schmidti 2. Aber manchmal habt ihr auch nicht gechallenged. Ihr müsst dann auch challengen, Chat. Kodak Check hat gechallenged. Check. Sorry, ich habe hier nur geguckt, welche Subs sich angemeldet haben. Finn 2001, das soll geklaut hier von John Bartholomew, oder? Hier kann ich spielen, E4. Kenn ich nix. Blitzi hat 5-0 gefordert mit Blitzableiter. Ist klar, Blitzi. Kaukan können wir. Hier, müssen wir den Bauern decken. Nützt alles nichts. Bei Banshees kann man sich an einer Hand abzählen, was passieren würde. Gefällt mir. Schmierke Challenge habe ich nicht gesehen, Hier, Level D3 ist meine große Idee. Eigentlich könnt ihr es für teures Geld im Chessable-Kurs Teil 2 erfahren. Aber jetzt schon hier Sneak Preview, Level D3. Killer. This is killer. Parfenilia. Nee, da haben wir 6 war schlecht. Ich weiß eigentlich nicht warum, sieht logisch aus. Wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht so? Sieht logisch aus. Ich gebe es zu. Ja, mal ehrlich, kennst du Casino nicht? Ich kenne viele Casinos. Ich kenne hier Dortmund, wie heißt das? Hohensieburg, Baden-Baden natürlich. In Vegas, ich kenne das Venetian, das Bellagio, das Wynn. Also ich kenne einige Casinos. Aber du meinst den Film Casino wahrscheinlich, ne? Muss überlegen. Ich glaube nicht. Ich glaube, von Sharon Stone kenne ich nur Basic Instinct. Von De Niro kenne ich einige Filme, aber ich glaube nicht Casino. Also, ich kenne so Killers of the Flower Moon, Wie ein wilder Stier, Taxi Driver, Heat. Also Heat weiß ich, dass er mitspielt, nicht gesehen. Der Pate 2, ich glaube Casino nicht. Joe Pesci kenne ich eigentlich nur aus Goodfellas und Lethal Weapon. Aber, naja, Casino ist ein bisschen langatmig, oder? Casino ist nicht auf einem Level mit Goodfellas. Goodfellas ist die ganze Zeit Action, Casino ist. Na, wie ist der Fachbegriff? Boring. Also natürlich ein schöner Film. Scorsese macht ja auch keine schlechten Filme. Ja, Casino ist schon. Ist schon lame. Warst du schon mal im Holland-Casino? Ich war schon mal in Holland. So, was ist hier los? Wir haben eine Figur mehr, oder? Ist doch schon mal ein guter Start. Wurden die Hikaru-News mit der deutschen Bundesliga gesprochen? Nee, was sind die News? Hikaru spielt für Fernheim in der deutschen Bundesliga? Crazy.
Und es geschieht. Im ganzen Bundesgebiet. Chat, ich war schon in der Bundesliga, als Magnus Carlsen noch für die Schachfreunde Neukölln, so hießen sie damals, gespielt hat. Dass Scorsese keine schlechten Filme hat, ist eine Meinung. Ja, weiß ich auch nicht, ob es stimmt. Ich habe nicht alle gesehen. Aber ich dachte, ich stell's mal so in den Raum. Gibt es schlechte Scorsese-Filme? Egal, das Kind schon im Fernsehen Bettwäsche geschlafen. Ja, wer nicht? Wer nicht? So, hier hängen ein paar Figuren. Ich will gleich den Läufer behalten. Komm, Jumpsche kannst du. Mean Streets. Ja, Mean Streets war auch nicht so meins, muss ich sagen. Also ich wollte auch nicht schlecht sagen, aber hat mich auch nicht so abgeholt. So ein paar von diesen alten Kultfilmen, so Mean Streets, was gibt's noch hier? Bad Lieutenant? Heißt es Lieutenant? Ich weiß nicht. Ja, kann ich mich auch nicht so reinfinden. Aber schlecht würde ich sagen, trotzdem auch bei Mean Street nicht sagen. Ist sehr raw, oder? So, Scream, ja, aber hier Ghostface ist ja in jedem Film ein anderer Typ, ist ja kein ikonischer Bösewicht. Dann, aber da sind wir wieder bei Franchises, so Mike Myers aus Halloween würde ich noch gelten lassen. Und Saw, ey, Jigsaw, geht mir auch eher auf die Nerven, als dass ich ihn jetzt irgendwie krass finde. Schachmatt! Time für die Partie, Kodak Check. So, Finn hat sich angemeldet. So, Tremors im Land der Raketen haben wir gesehen, natürlich. Also Kultfilme, Klassiker habe ich eigentlich fast alle gesehen. So ein paar von euren Insider-Tipps hier sagen mir nichts, aber Tremors im Land der Raketen mit Kevin Bacon habe ich 7-mal gesehen. Seine größte Filmenttäuschung. Ich würde schon sagen, damals ich im Kino war und meine Frau Spartana und ich geguckt habe. Ich dachte, der Film wird schlecht sein. Er war sehr schlecht. Sonst, The Hobbit war ich auch sehr enttäuscht. Boah, ich weiß nicht, was ich da erwartet habe. Aber ich war trotzdem enttäuscht. Pianist habe ich nicht geguckt, Alter. Filme, die irgendwie Der Pianist heißen, Das Piano, The Artist, da siebe ich schon beim Titel so voll aus. Manchmal sitzt man im Kino und so Man of Steel zum Beispiel. Man of Steel, ja einer von Etienne Gardiens Lieblingsfilmen. Wegen des großen Kampfs gegen General Zod. Aber es macht mich körperlich aggressiv, richtig. Man of Steel fand ich fürchterlich schlecht. Also obwohl es objektiv vielleicht nicht der schlechteste Film aller Zeiten ist. Aber manchmal war ich richtig sauer, dass mir 2 Stunden meiner Zeit geklaut waren. Also passiert mal. Guckst Filme lieber in der Originalsprache? Si, si. Hola. Normalerweise immer 6 Folgen, das finde ich sehr. Originalsprache Englisch, die ich so gucke. Da gucke ich gerne auf Englisch, dann mit englischen Untertiteln. Das ist so mein ideales Setting. Nur auf Englisch, ganz ohne Untertitel, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich kann folgen, aber ich brauche die Fokushose. Deshalb so ins Kino, hier in Hamburg ist Savoy, wo meist Originalsprache ohne Untertitel läuft, finde ich ein bisschen anstrengend. Sonst kommt drauf an. So Miyazaki, die Puristen gucken es natürlich bestimmt hier in Originalsprache. Ich mache einfach, ich denke, nee, ist eh Zeichentrick, machen wir deutsche oder englische Synchro an. Fertig. Manche Filme muss man eigentlich in Originalsprache gucken. Ich glaube, der wohl wichtigste Fall ist Ali G in the House. Swiss Army Man habe ich nie gesehen, aber doch gute Kritiken, oder nicht? Heißt das hier Yorgos Lanthimos? Dem traue ich hier nicht über den Weg. Das ist mir zu weird. Swiss Army Man hatte ich so als guter Film
den ich nicht gesehen habe, abgespeichert. Herr Greim, ihr sagt ja, Zeichentrick, wir zeichnen Karo, wie nennt ihr es denn? Anime, was auch immer. Es sind gleich keine echten Menschen. Ihr Totoro ist, glaube ich, gezeichnet und getrickst. Ey, Totoro übrigens, guter Filmchat, Alter. Totoro mit meinen Kindern nochmal geguckt. Ich habe ihn einmal alleine geguckt, hat mich nicht so erwischt. Aber mit meinen Kindern, oder allgemein, wenn man Kinder hat, dann haut Totoro nochmal anders rein. Was ist hier los? Kann ich schlagen, oder? Ich kann erst hier schlagen. Für den Flex. Soll ich erst hier schlagen? Warum nicht, oder? Was man hat. Oh nein, Mauslip. Ah, stand es eh nicht so gut, Finn. Zack. Tschüss, Dame-Situation. Augenback habe ich gesehen. Ja, war mir zu wenig Handlung, Basti. Ich weiß, klingt verrückt. Aber Augenback. Ich hätte ein bisschen weniger kämpfen. Ein bisschen mehr reden, hätte ich mir gewünscht. Ja, Swiss Army Man ist nicht Lantimos, ja, kann gut sein. Das war ähnliche Sensibilität, aber hast du gleich recht, ja. Besser ein Kandidatenturnier-Preview machen. Ja, können wir euch machen. Zack. Prisoners finde ich gut. Ein bisschen gewalttätig, ne? Aber das war der letzte Denis Villeneuve-Film, der mir gefallen hat. War nicht so meditativ. War noch mehr so aufs Maul. Der Schacht auf Netflix habe ich gesehen, der hat mir nicht gefallen. Nicht wirklich. Eher Brutalität, die irgendwie sich nicht verdient anfühlte. Und die Message, die da oben, die da unten, war irgendwie sehr, sehr billo. War kein Fan von der Schacht. Ich weiß, hat viele Fans irgendwie mich nicht abgeholt. Ich schache ja auch gerade. Spielst du selber eigentlich Schachturnier aktuell? Selten. Vielleicht Thailand Open. Ist im April. Ich weiß nicht, ob ich es hinschaffen werde. Schachmatt! Sales von 300. Ich muss gestehen, das ist mir ein bisschen unangenehm. Das erste Mal, als ich 300 gesehen habe, habe ich schon ein bisschen gefeiert. So die Bildsprache. Fand ich schon ganz stylisch. Ist natürlich irgendwie ein ekliger Film, so mit bisschen rassistischen Untertönen und nicht schlau und so weiter. Aber ich fand 300 das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, schon ganz stylisch. Ist mir ein bisschen unangenehm. The Good, The Bad and The Ugly. Ja, der wohl beste deutsche Titel aller Zeiten, würde ich sagen. The Good, The Bad, The Ugly. Ich zähle mal nach. 1, 2, 3. Wie nennen wir den Film auf Deutsch? Zwei glorreiche Halunken. Bam! Germany. Haben wir es wieder gerissen. So, gegen wen spielen wir? Ja, wir brauchen stärkeren Gegner, bevor alle Leute weglaufen. Schön, dass ihr dabei seid, Chat. Vielen Dank für die Challenges. Hier, Magma Play, was geht ab? Hätte gefallen, das YouTube Short. Ich weiß nicht, schaffen wir es, alle Gambits in unter einer Minute zu widerlegen? Können wir probieren, ne? Ich glaube, ich sollte einfach nach jedem Stream noch eine Minute irgendwie Short-Quatsch machen. Ja, wahrscheinlich sind es in 10 Minuten, weil ich 17 Takes mache. Vargas sagt, you are the ugly, obviously. Vargas weiß ich nicht. So mit allerersten Beitrag gleich beleidigen. Das kommt meistens nicht gut an. Also mal, lass doch erstmal kennenlernen. Und danach können wir dann hier die Beleidigung raushauen. So, als allererstes finde ich immer. Finde ich zu direkt. 4 Fäuste gegen Rio, habe ich nicht gesehen. Das ist Bud Spencer, Terence Hill. Klingt nach Bud Spencer, Terence Hill. Wir reden schon wieder nur über Filme. Dann gibt es wieder böse YouTube-Kommentare. Ich mag Jan ja gerne, aber er redet nur über Filme, ich gucke keine Filme. Lass über was anderes reden, Chat. Photovoltaikanlage, lohnt sich oder nicht? Wie viele Jahre hat sich das amortisiert? Das sind so die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Was tust du gegen eine beginnende Erkältung? Ich resigniere.
und stelle mich drauf ein. Hol mir einen lustigen Rat wie, ja, mit Medizin dauert es eine Woche und ohne Medizin dauert es 7 Tage. Wie ich diesen Spruch hasse, Alter. Das ist so mein Ansatz. Galoro! Dafür ist es, kommt auf die Ausrichtung an. Ja, ja, Flachdach, Flachdach. Ja, wahrscheinlich ist Ost-West da besser als Nord-Süd. Ist nicht wenigstens. So, was machen wir hier? Auf und weg, ich habe nicht aufgepasst. Verbunden mit Wärmepumpe, ja, dann da muss auch sein, ne? Sonst, sonst gibt Gas. Was hörst du eigentlich privat gerne für Musik? Privat höre ich gerne so Hip-Hop. Aber ich höre ehrlich gesagt wenig Musik privat. Podcasts haben so ein bisschen die Musik bei mir verdrängt. Die Beschallung. Und ich höre natürlich den neuen Mean Girls Soundtrack. Meet the Plastics. Läuft hier in Heavy Rotation. My name is Regina George. I am a massive deal. Selber bauen? Die Photovoltaikanlage? Das ist klar. Kann so schwer nicht sein. So, warum stehe ich so unter Druck? Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Na komm, müssen wir decken, ne? Hip-Hop, Deutsch, Englisch? Ja. Fünf. Darüber hatte ich nachgedacht. B4, dann tickt hier, ne? Also wahrscheinlich so, dachte ich. Dann hier schlägt, kann ich hier zwischenschachen. Zack. Und wir haben einen Bauern erobert bei dieser Aktion. Ne, Magma Play. Dann Magma Lauder wie Mutti Niki und schickt die Kindings in die Kiste. So, droht Schach, droht nicht so richtig Schach, ne? Aber droht so ein bisschen Schach. Komm, hier machen wir uns ein bisschen Platz. Weil G3 fühlt sich falsch an. Muss auch ein bisschen Gas geben, ne? Magma Play macht hier ganz schön Druck. Magma, Alter. Magma in Berlin, Backstein und Benzin. Leben dein Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. So, droht Schach. Kann ich verhindern, ne? Ich muss Gas geben. Komm, gönn dir. Lauf los, kleiner B-Bauer. Bald musst du nicht mehr böse sein. Läufer F4, den verwirrt. Eieiei, Fotofinish. Wer ist sein Lieblings-KZ-Album? Hahnenkampf. Was für eine Frage. Ich glaube, das ist auch. Gibt es irgendjemand, dessen Lieblings-KZ-Album nicht Hahnenkampf ist? Kann mir nicht vorstellen. Aber Chat. Was, Basti? Ich wollte gerade sagen,
Wenn ihr jetzt hier mit irgendwas anderem ankommt, wollt ihr die Welt wieder brennen sehen. Ein Rap-Deutschland-Kettensägen-Massaker ist nicht so wie ein Handkampf. Julian Chesnu, Alter. Max Alligator, weiß ich nicht. Ey, eigentlich sollte ich Alligator mögen, ne? Ist ja hier Selfmade Man, schlaue Texte, dies, das, aber irgendwie. Irgendwie war es nie so, die so meins. Ich weiß nicht warum. Hat mir nichts getan, Alligator. Hallo, Alligator. Ja, ja, ist irgendwie zu schlau, ne? Also ich will nicht so assi wie hier so der neue Berliner Straßenrap, aber auch nicht so arzi wie Alligator. Also ich will die 90er zurück. Ich will von 040 bis 0711. Ich bin alt. 257, das ist auch noch so richtige Tonlage für mich, genau. Hey, 187 ist auch nicht so meins, wobei ich Jizzes heimlich schon ein bisschen feier. Also, als Mensch, jetzt nicht die Musik. Was ist der nächste Einsatz? Bundestrainer, jetzt, hier nächste Woche, bin ich nach Polder, mit Tropa Cup. D5 schlau oder dumm? Wahrscheinlich dumm. Big Sis sagt mir nicht. Big Tschüss, wir sprechen uns aus. Ich bin Roadrunner ist von Bones. Ich weiß nicht, ist das hier? Renne wie ein Roadrunner, wenn es Scheine gibt. Das ist schön, ist schön. Emma, er sagt, abgesehen von den ganzen neuen Titeln damals, war Alligator beim VBT Weekend gegen 3+ schon ganz geil. Ist das hier? Du bist nicht interessant. Geh und sprich mit der Hand. Was ist das? Hier ist VBT sprechen fließend schon. Ja, das war schon nice. Wer ist vom Metropa Cup? Janis an TV Videos geben. Ja, ich habe nicht vor, die Jungs da viel vorzuhalten. Das muss ich schon selber hinkriegen beim Metropa Cup. Also ich soll ja alle Zeit der Welt haben zum Streamen, Influencen. Am Ende des Tages dann doch immer irgendwas. Aber Metropa Cup, Deutschland, hochfavorisiert. Ist kein Flex, sondern wir haben die A-Mannschaft aufgestellt, weil es im eigenen Land ist. Dann versucht man, oder Deutschland, häufig es zu gewinnen. Also die Jungs sind alle dabei, bis auf Vinny K., der hier zeitgleich dieses Chess960-Turnier hat. Während die meisten anderen Länder halt Jugendmannschaften, Nachwuchsmannschaften oder ein, zwei Großmeister gemischte Mannschaften senden. Also Germany sollte es reißen. Aber mich freut es, ein bisschen Zeit mit der Truppe verbringen zu können. Ich weiß nicht, ob wir an irgendwas großschachlich arbeiten werden können. Also es geht nicht so sehr um das Ergebnis da. Ich gehe davon aus, wir den Lachs gewinnen. Sondern eher noch ein bisschen zu gucken. Zusammenzuwachsen sozusagen als Mannschaft. Was ich meine? Cringy Cringe, das haben wir auch schon häufiger besprochen. Beleidigung übers Optische. Immer am besten erst im zweiten Kommentar, selbst wenn es so gemischt ist. Aber erstmal Hallo sagen, dann ruft er. Das ist immer besser, weil sonst ist immer schnell vorbei. Weißt du, wie ich meine? Immer erstmal anfüttern. Blackie sei jetzt ernsthaft, hast du eine einfach zu belegende Dachfläche? Das ist alles hochkompliziert. Flachdach. Da ist ja so eine Folie drüber, so mit Schräge. Und da muss man erstmal alles abchecken.
Hochkompliziert. Also warum überspielt mich eigentlich Julian Chesnup? Du hast gar nicht 1500 Julian Chesnup, oder? Du hast uns alle angelogen. Sam Vapor Trail, sein für das Sub. Walter PPK, hallo. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken, was da noch kommt. Walter, can't fool me. Jan is Swedish sailor, he's not German. I am actually German. Don't tell anybody. So, Julian Chesnup? Ist gar kein Noob. Okay. Julian, das ist meine volle Aufmerksamkeit. Jetzt auf Leistung. David sagt, bei meiner Geburt ist mir ein Variantenbaum auf den Kopf gefallen. Seitdem sehe ich speziell aus. Ist als Kind in den Variantenbaum gefallen. Wo ich die Theorie gehört, war es hier bei, ich weiß nicht mehr, gemischtes Hack oder wo war das? Die Zaubertranktheorie, dass Asterix und Obelix gar keinen Sinn macht, weil Obelix hat ja Superkräfte, weil er als Kind in Zaubertrank gefallen ist. Warum tunkt man nicht einfach alle Kinder in Zaubertrank? Fertig. Tschüss Römer, Alter. Oder du machst ja einfach 10 Obelixe. Dann gab es die Gegentheorie, dass es nicht genug Wildschweine gibt, weil Obelix einen hohen Energieverbrauch hat. Aber die hat mich nicht wirklich überzeugt. Der Asterix wird nie mehr sein, was mal war. Wenn die nie genug Zaubertrank haben, hey, die können auch brauen, Alter. Miraculix, du machst einen Eimer und tunkst da 10 Dorfkinder rein. Wie schwer kann es sein? Misteln sind rar, das ist der Kanon. Ich weiß nicht. Überzeugt mich alles nicht. Braucht es spezielle Kräuter? Ja, aber die haben doch ständig neuen Zaubertrank am Start. So, wie ist hier matt? Wir taken erstmal. Schach! Der Zaubertrick von. Zaubertrick von Miraculix. Das ist die geheime Zutat einer Miraculix-Soße. Ich habe lange nicht keinen Miraculi gegessen, aber ich muss gestehen, ich habe es früher schon gefeiert. Ey, Miraculi? Irgendwas Gemeines da drin. Scheiß nur Glutamat. Aber ich hab's schon ein bisschen gefeiert früher. Nee, Old Twisty, Niederländisch kann man nicht auf Knopfdruck machen hier. Das darf man auch nicht überstrapazieren. Das Niederländisch. Irgendwann ist es ist nicht mehr lustig. Ich bin Genussmensch, absolut, ey. Kenne auch die Fernsehwerbung aus den 90ern. 90ern ist noch ein 90er, ich hab Miraculi ist fertig. Er versucht euch zu belegen, dass Obelix jetzt nie mehr den Zaubertrank trinken darf. Theorie, Überdosierung kann gefährlich werden. Ja, er soll ja auch nicht die zwei Dorfkinder reintunken. So, langsam mal gewonnen. Tommy 2 sieht gut aus. H4 sieht auch gut aus. Tommy 6, Pre-Move. Okay. Mach wie du meinst. Zack. Jetzt Schluss mit Lust. Julian Chesnup. Jetzt nehme ich dir alles weg. Ich weiß, das ist nicht nett. Viele finden das nicht korrekt. Zack, weg sind sie. Wer ist dein Lieblings-Tiefkühl-Fertiggericht? Weiß ich nicht, esse ich nicht so viel, aber so Froster, so Hühnerfrikassee oder so ist, glaube ich, okay, oder? Gibt es bestimmt auch von Iglo. Ich kenne mich nicht so aus mit Anbietern. Aber den Schissel finde ich, glaube ich, okay, aber ich esse es nicht so viel tatsächlich. Oder sehr selten. Es gibt keine Kinder im Dorf. Stimmt. Warum gibt es eigentlich keine Kinder da? Es gibt Frauen. Es gibt Gallier. Oder gibt es wirklich keine Kinder da? Es muss doch Kinder geben, oder? Kocht deine Frau für dich? Ich koche viel selber. Oder viel stimmt auch nicht. Aber ich koche ab und zu selber. Sonst ernähre ich mich natürlich auch viel von Lieferando. Von Eiweißshakes.
aus dem, ist ein Sandwichmaker? Ne, ich glaube, ich habe nur so ein, ich habe eigentlich nur so eine Art Waffelhersteller, wo man so irgendwie kann, Brot auch reindrücken kann. So Brot, Käse, Salami dann so zusammendrücken und am Ende man irgendwas Warmes. Also ich habe eine ausgewogene Ernährung. Ja, ich kann einigermaßen kochen. Also einigermaßen. Ich kann lesen und simple Anweisungen befolgen. So, Royal CL. Mein Massaman Curry, legendär. Check, ich brauche wieder HelloFresh hier, um neue Rezepte zu lernen. HelloFresh sei am Start. Wollen die Kinder? Ja, Kinder mögen, was ich so für mich koche, meist nicht so. Aber meist, man kann manchmal einen Kompromiss finden. Ja, ich für mich, keine Ahnung. Spaghetti Bolognese mache, mache ich für Kinder Spaghetti Napoli. Und Spaghetti Napoli heißt, ich mache einen kleinen Topf, in dem ich hier die fertig Tomatensauce reinpacke. Zack. So, Royal CL, du bist nicht am Start, ne? Okay, spielen wir dann. Klopf weg. Klopf weg haben wir letztes Mal schon, oder? Ah, jetzt haben wir drauf geklickt. Klopf weg, ja, Liverpool Fan Account. Hier bauen wir T4, kennen die wenigsten. Damit D3 ist der neue Trend. Ah, ich bin oldschool, ich bin damit E3. Ich halte es in der Kinderkammer. Das eine ist so. Also, so, ich sitze ja so im Stehen. Das andere ist so ungefähr. Also, was wäre das sein in Jahren? Ich kann es auch nicht genau sagen. Also, eine ist schon länger da. Das andere, jetzt gefühlt auch schon ein paar Jahre. Also, ich weiß nicht ganz genau. Irgendwo so um den Dreh. Noch relativ klein, ich glaube. Ich glaube, 10 wird noch keins von denen sein. Welche Currypaste benutzt du für dein Curry? Ich weiß nicht, dieser 1 Kilo Eimer. Machst du mal einen Curry Paste? Ich habe die Marke vergessen. Aber ein sehr gängiger Hersteller. So, was ist hier los? Kann ich irgendwie rumstressen? Ich versuche mal rumzustressen. Sir Burns sage, Jan, kannst du mir meine Frage oben zum Online-Kurs beantworten oder vielleicht auch kurz reinteasen, wie sowas aussieht? Was war die Frage? Ne, ich habe eine andere Basti. Aber Massaman Curry Paste ist auf jeden Fall deutlich besser als die Red Curry Paste. Ich habe ein bisschen zu viel rote Currypaste. Können wir vielleicht eine Aktion machen hier? Schönes Gewinnspiel, wo man rote Currypaste gewinnen muss. Kann. Ich habe mal eingekauft, ich glaube, die gab es nur im Vorrats 5 Kilo. Also habe ich 5 von diesen Eimern mit Red Curry Paste, die nicht so meins ist. Ich weiß nicht. Ich hänge jetzt fest im Red Curry Game. Mit Brille wirkst du sehr seriös. Ich bin ein seriöser Typ. Hast du ja auch Events, wo man gegen mich spielen kann? Ist das hier nicht gerade ein Event, wo man gegen mich spielen kann? Oder wie meinst du? Die von Cook Brand? Kann sein. So, Sprenge 7. Da haben wir noch gewartet. Jetzt können wir taken, oder? Bisschen Gegenspieler sogar. Ne? Ich mag eigentlich kein Gegenspiel. Nützt ja nichts. Hey, komm. Gönn halt. Wie viele kannst du gleichzeitig simultan blindfold spielen? Haben wir ein bisschen bei Rocket Beans gemacht. Ich glaube, 5 habe ich geschafft mit Ach und Krach. Ich glaube, das ist auch so das Limit meiner geistigen Kapazität. Und damals war ich auch noch jung. Wahrscheinlich eher so 4 jetzt. Butter Chicken, ich liebe Butter Chicken, habe ich noch nie selber gemacht, aber bestelle ich gerne beim Inder. Big Fan, aber habe ich noch nie gemacht. Ne?
Den orangen Eimer mit der Mastermind Paste, genau, den habe ich. Ich wusste nicht mehr, wie die Marke heißt. Cook Brand? Okay. So, wir drohen Schäfermatt. Verspätete Schäfermatt. Knapp weg. Was der grüne Curry passe, ich hänge auf der roten fest. So haben wir alle unser Currykreuz zu tragen. Jetzt habe ich auch Bock auf. Vielleicht koche ich gleich noch Massaman Curry. Wobei ich habe hier irgendwelche, wie ist der Fachbegriff? Schwiegereltern, Großkindereltern, Kindergroßeltern. Irgendwelche Menschen habe ich im Haus. Und ich glaube, die Menschen werden irgendwelches Essen produziert haben. Also wahrscheinlich muss ich nicht kochen. Kann ich irgendwie hier stylen? So, Tonge 8. Oh, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Soll ich vielleicht das Stylen verschieben? Falls ihr euch denkt, der Typ hat nichts als Beschwerden loszuwerden. Dass dies nicht stimmen kann, von mir jetzt erklärt werden. Ey, mit Küche 6 kann ich nicht rechnen. Also habe ich auch nicht gerechnet. Okay, ist schon mal. Gerade noch so. Love you too, Cypress Avenue. Mr. Burns, ich habe die Frage mal nicht entziffert. Mix mit Videos und Text. Es gibt Chessable-Kurse, gibt es immer einmal als Textversion. Also ist im Prinzip ein interaktives Buch, wo du auf die Züge klicken kannst, dies, das. Und dann mit Videoversion, wo du auch auf die Züge klicken kannst. Aber es gibt immer beides. Einerseits so als Buchschissel. Mit schön geschriebenen Kommentaren. Und dann gibt es die Videos, wo ich den Lachs nochmal erkläre. Heute sozialisch aufgenommen. Ich war schon fleißig heute. Ja, der neue Kurs ist noch nicht draußen. Also den alten können natürlich gerne kaufen, den E4-5-Kurs. Aber der neue erstens E4-Kurs. Teil 1 wahrscheinlich Ende Februar. Dann intensiviere ich die Werbemühungen. So. Ich habe ein bisschen Hunger, Chat. Wie lange spielen wir noch? Zwei Partien. Der Chillkröte. Ja, ich stream gerne. Ich stream tatsächlich gerne. Ich habe nicht immer Zeit. Manchmal muss ich on the road hustlen. Aber ich gebe mir Mühe, dass hier wieder ein bisschen Regelmäßigkeit einkehrt. Wobei sie wahrscheinlich, wenn es wieder auf die Straße geht, wahrscheinlich wieder weniger wird. Aber ich zu Hause bin, versuche ich euch. Danke, danke, Nudel Michael. M. Meyer, so habt ihr den E4-5-Kurs vom Krikun gepaukt. Kennst du ihn, hast du mit einbezogen? Nein. Kenn ich nicht, nicht mit einbezogen. Ich sag's dir, wie es ist. So, was ist jetzt los? So sieht's aus, Omnimodo Facturo. Ich habe wahnsinnig viel zu tun die Tage hier im Keller. Muss im Keller viel arbeiten. Attacke! Tja, sollen wir eigentlich? Kurzes Votum. Weil ihr könnt den Chat eh lesen, weil ihr auf Twitch guckt. Ich weiß nicht, ob das Votum so viel hilft. Aber hier für YouTube. Macht es da Sinn, den Chat mit einzublenden? Hier unter mir habe ich ja noch ein bisschen Platz. Eins für ja, besser. Dann versteht man Kontext mehr. Zwei für nee, lenkt ab.
Basti ist für zwei. Basti, wie kann Basti so häufig hier die zwei spammen? Das ist Betrug. Okay, scheint gemischtes Meinungsbild zu sein. Ich weiß es nicht. Ich mache es hauptsächlich aus Faulheit. Ich habe da keine besonders tiefe Meinung zu. Ich könnte es mal probieren, oder? Fahrer 6. Fesseln wir. Oh oh, Chesty Kirk, jetzt hast du dich verknotet. Auf der B7 kommt B5. Tschüss, Läufer. Also damit C8 musst du machen. Ja, macht man natürlich nicht gerne, ne? Macht man nicht gerne. Die Leute sollen halt im Stream sein, wenn sie mitreden wollen. Ja, wahrscheinlich. Ich merke nur, dass ich häufig auf eine Frage antworte, die dann aber nicht vorlese. Und das ist dann auf YouTube natürlich verwirrend. So, wenn Leute im Bild zu sehen sind, werden sie noch dümmer. Hä, merkt ihr mir. Der Verfall. Nur wenn Chat etwas Sinnvolles beiträgt. Naja, Chat. Ich finde Twitch-Chat bei allem meinem Menschenhass. Ich finde, meistens ist der Vibe hier entspannt bei uns, oder? Ich weiß nicht. Wir können damit mal experimentieren. Aber ich verstehe auch Bastis Argumente. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich es wissen würde, würde ich nicht fragen. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Weil ihr Filme mögt und nicht so gut Schachspiel wie YouTube. So sieht's aus. Ihr habt immer, ihr habt die heißesten Filmtipps mal, Chat. Hier heute schon wieder hier. Was habe ich mir aufgeschrieben? Departed. Zack. Ernsthaft? Ich muss die Oscar-Filme noch abarbeiten, aber die gibt es nirgends so richtig, oder? Anatomy of a Fall, habe ich gestern nirgends gefunden. Holdovers, gab es nur sündhaft teuer irgendwo zu kaufen. Zone of Interest habe ich nirgends gesehen. Ich würde sogar bezahlen, aber macht mir das doch irgendwie leichter, das Leben. Habt ihr eh gesehen, Chat? Anatomy of a Fall will ich auf jeden Fall sehen. Auf einmal ist Sandra Hüller hier, ja, der größte Star der Welt gefühlt, ne? Zone of Interest, Anatomy of a Fall. Wingmauser, du hast The Departed nicht gesehen. Doch, natürlich, Wingmauser. Das ist ein bisschen ein Running Gag. Immer wenn einer der vielleicht 10 beliebtesten Filme aller Zeiten empfohlen wird, tue ich so, als würde ich den nicht kennen. Heat habe ich auch gesehen, Chat. Sagt es nicht weiter. Bleibt unter uns, dass ich Heat gesehen habe. Lohnt sich die Pate? Ja, die Pate ist super. Mark Wahlberg. Ihr wisst, ich bin großer Mark Wahlberg-Fan. Ach, Mark Wahlberg rockt schon ziemlich in die Pate. Sonst Jack Nicholson ist ein bisschen sehr over the top. Aber ich fand es trotzdem lustig. Ja, ist schon ein Klassiker. Also für mich jetzt nicht auf Goodfellas Level. Und Mardi hat ja, glaube ich, den Oscar, so eine Art Ehren-Oscar hier für die Party gekriegt. Aber natürlich ist ein guter Film. Ich habe damals im Kino gesehen. Wann war das? 2006 oder so? WM 2006, die Welt ist zuerst bei Menschen. JD, the Base God. Don't curse me, Base God. No, I'm not gonna rejoin the pod. So, Lucky Number 11 gesehen. Ne, sag mal, ich zerschwöre mit George Harschnitt. It's fallen off completely since you left. I don't believe that. I'm sure it's thriving. Bekommt Boogie Nights mit Mark Wahlberg den Gustavsson-Stempel. Ich liebe Boogie Nights, Chat.
Also Boogie Nights ist natürlich, ist ja glaube ich der zweite Paul Thomas Anderson-Film. Wie alt war er gewesen sein? 26? Es ist schon sehr so Goodfellas West. Man sieht schon ziemlich krass, finde ich, die Scorsese-Einflüsse. Aber ist ja auch nichts gegen zu sagen. Scorsese ist ja auch ein guter. Und natürlich liebe ich Boogie Night. Wer würde Boogie Night nicht lieben? Dirk Diggler? Chad Rockwell? Floyd Gondoli? Der Colonel? Jack Horner? Amber? Roller Girl? Es gibt ungefähr 5000 ikonische Charaktere. Ich habe mich nicht auf Boogie Nights vorbereitet. Das ist off the top of my head. So prägendes Boogie Nights. Floyd Gondoli, bester Mann. Ja, ich habe Lucky Number 11 gesehen, Chad. So, Mille. Vielen Dank für die Partie, Chesty Kirk. Hast du schon mal ein Buch gelesen? Und wenn ja, welches? Ich habe schon mal ein Buch gelesen. Ich habe hier Slow Horses. Teil 4 gerade gelesen, weil es noch nicht als Serie gab. Ich vorgelesen. Also, nicht vorgelesen, sondern vorgelesen, weil ich nicht auf die neue Staffel warten wollte. Aber eigentlich lese ich nur Bücher, weil ich nicht auf die neue Fernsehstaffel warten möchte. Ich bin sehr ungebildet, Mad Max Mercury. Du dagegen, der du hier auf Twitch rumhängst, bist ein Studioses, ne? Was ist für Buchtipps, Mad Max? Ich liebe Slow Horses. Gary Oldman, bester Mann. Aber tatsächlich, das jetzt ohne passiv-aggressiv zu werden, ich lese sehr wenig Bücher, die letzten, ja, wenn wir ehrlich sind, Jahrzehnte. Als Kind alles gelesen, was ich in die Hände gekriegt habe. Aber ich lese weder Schachbücher, noch Sachbücher, noch Fiktion besonders viel. Und es macht mir ein bisschen Sorgen. Also, ich höre den ganzen Tag Podcasts, so kann ich irgendwie Informationen aufnehmen und dann schnell wieder vergessen. Aber ich habe sehr, sehr selten die Muße, die innere Ruhe, irgendwie ein Buch zu lesen. Und es macht mir ein bisschen Sorgen. Denn Lesen ist schon ein besonderes Vergnügen eigentlich. Dass man sich ab und zu gönnen sollte. Aber ich habe sehr selten die Muße wirklich, mehr als 2 Seiten zu lesen, ohne auf mein Telefon zu gucken oder sonst einen Quatsch zu machen. Und es gefällt mir nicht, aber es ist die Wahrheit. So, ich höre hier gegen ungewohnt. Oh, 2465, der feine Herr. Empfehlung geht raus, mal Adorno zu lesen. Ey, Chat, ihr feinen Studioses, Alter. Adorno. Ne. War für B5. Hast du einstudiert? Fährtsche in die Mitte. Fährtsche in die Mitte. Saß und schlief. Saß und schlief. Armes Pferdchen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Pferdchen hüpf. Hast du es einstudiert, ungewohnt? Du spielst es so, als hättest du es einstudiert, aber der Plan sieht so schwachsinnig aus, dass ich nicht weiß, wie viel du da einstudiert hast. Weißt du, wie ich meine? Also vom Zugtempo her würde ich sagen, einstudiert. Von den Zügen würde ich sagen, ich weiß ja nicht. Ich weiß, das ist nicht nett. Viele finden das nicht korrekt. Aber sieht schon ein bisschen weird aus. Okay, genug gedisst. Jetzt muss ich ja mit Züge machen. Ne? Okay, so.
Wozu Buddenbrooks hören, wenn man Lanz und Precht lesen kann? Oder andersrum. Ich weiß, wie ihr meint. Aber worum ging es bei Lanz und Precht letzte Folge? Der Untergang des Abendlandes? Das war sehr verstörend, wirklich. Soll ich ticken oder soll ich nicht ticken? Warum fällt mir kein Zug ein? Hilfe! Ich habe gar keinen Zug. Fällt echt nichts ein. Sehr ungewohnt für mich. Ich weiß auch nicht, warum nicht der andere Turm. D8C sieht doch mal aus. Turm D8, die Idee war Tick-Tick. Wenn es gut ist. Aber das war die Idee. Das ist der Plan. Turm der 1. Ohne meine Idee parieren, hat man eigentlich gesagt. Na bitte. Was nötig hast. Ich troll mal da ein bisschen rum. Meint ihr, das ist der Unge, der auf Madeira wohnt? Unge wohnt doch auf Madeira, oder? Das weiß man nicht genau. Starker Schachspieler auf jeden Fall. Turm E1. Sieht lame aus. Vom E1 mir zu langsam. Ne, ungewohnt. Merkst du selber. David, wohnst du auf Madeira? Vielleicht komme ich bald mal vorbei. Guck mal an den Lachs. Und Wurz ist bezweifelt, dass Simon Unge 2465 auf Leadchess hat. Warum? Traust du Unge das nicht zu? In den Straßen von Madeira bist du ab da los? Aber Moment, du hast Madeira falsch geschrieben. Das macht dich verdächtig, David. Als Einheimischer würdest du wissen, wie man schreibt. Vielleicht weiß ich auch nicht, wie man schreibt. Könnte auch sein. Saß und schlich. So, auf jeden Fall für die Partie. Unge wohnt. Letzte Partie für heute. Etienne Gade wollte nicht mit uns spielen. War noch zu krank. Vorhin, ich habe ihm auf WhatsApp geschrieben, weil er gesagt hat, wir spielen heute. Er kann einfach nicht in seinen Stream schalten. Und genau in dem Moment sagt er, oh, hoffentlich können wir jetzt nicht der Großmeister an. Ich habe heute überhaupt keinen Bock, Schach zu spielen. Und dann wollen wir ihn wirklich nicht zwingen. Ne? Chat, ich brauche hier neuen Gegner, Gegnerin. Für ein neues 100-Partien-Match. Es zieht sich zu sehr mit Eddie. Maluna, Alter. 100 Partien vor Zugzwang? Was geht ab? Wir schreiben Maluna mal, ne? Ich weiß nicht, ob Maluna Bock drauf hat, 100 Schachpartien gegen mich zu verlieren. Also ja, bestimmt sehr instruktiv. Hm. Stefan Tietze ist zu stark. Das wäre nach 2 Partien durch. Frag ich jetzt Bohmhoff. Eben, Paul is lost. Eben, Konfuzius. So, Blitzableiter. Das wollte man hier fesseln, ne?
Ich bin mit der heutigen Folge nicht zufrieden. Ich hätte gerne mehr unterhalten, mehr gelehrt. Aber manchmal ist die Flasche leer. Meinst du, du wirst 100 zu 0 gegen Kugel gewinnen? Nee, Kugel ist sehr, sehr stark. Kann ich mir nicht vorstellen. So, nehme ich hier weg. Wahrscheinlich, ne? Gegen Vinny. Wahrscheinlich 100 zu 0 gewinnen. Was ist das für eine Stellung hier? Stimmt, das zugreifvorgelaufene System habe ich heute beigebracht. Habe ich ja schon häufig beigebracht. Werde aber meist ignoriert. Aber ist wichtig. Danke, Schmidti. Jetzt fühle ich mich besser. Mad Max Mercury. Ich sage ja nicht, dass du Unrecht hast, aber es gibt ja auch immer den einfachen Fix, Sachen nicht zu gucken, auf die man keinen Bock hat. Ist ja immer eine ziemlich simple Lösung. Aber ich verstehe es natürlich. Hast du schon mal gegen Anna Kramnik gespielt? Nee. Oder doch? Ich glaube, ich habe mal was Hand and Brain oder abwechselnd ziehen oder so. Nee, ich habe mit Anna Kramling gespielt gegen wen haben wir gespielt? Gegen Jordan und ich habe es leider vergessen. Aber wir haben gewonnen auf jeden Fall. In Weikernsee. Gegen Kramling habe ich zweimal gespielt. Und der Geduka, vielen Dank für den Prime Sub. Anna Kramling hat letztens Hammer einen Unentschieden rausgeknausert. Er trainiert Hammer, nicht mehr Botessa, ist auf Anna Kramling Training umgestiegen. Hammer, guter Mann. Bist du noch Fan von Schüttelreim? Auf der Liebesreise sprach der Leibesriese, Reibesliese und sie rieb es leise. Sehr schmutzig, aber gefällt mir Adler Space. Was ist hier schon wieder los? Kann ich hier nicht wegnehmen? Blitzableiter, was soll das? Ah, hast du so weit gedacht? Ah, hier, zack! Hahaha! Reingelegt! Schönes Spiel von mir, ne? Deck das Feld. Waffe, 5 geht nicht. Ich bin ein krasser Typ.